Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Ultramond. Wir befinden uns direkt an Route 3 und ja, Kokui hat uns gesagt, wir müssen oder wir sollten nach Lily suchen. Gut, schnell weg, da ist irgendein Vieh. Und? Jedes Pokémon hat unterschiedliche Fähigkeiten. Sie gut zu kennen, ist der Schlüssel. Ja, der Schlüssel zum Sieg. Ja, mein Freund, also ein bisschen kennen die mich schon aus, aber nur ein bisschen. Thorsten fordert uns heraus. Aber er hat nur ein Pokémon. Einen Enton. Was ist Enton? Wasser? Normal? Oder Psycho? Na, ich glaube, Enton ist normal. Wir fahren mit Jungglut auf. Mal gucken. Aber nur effektiv. Und wir kennen Enton schon. Bloß wenn es Wasser wäre, dann wäre Feuer sehr effektiv, ist es aber nicht. Probier mal Schnabel. Gut, okay, lass uns auch nicht probieren. Wir haben zumindest Tempo-Schub. Los, noch ein Schnabel und... Okay, unser Jungglut kann bloß stärker werden. Ja, ich dachte, es ist Wasser-Pokémon, wieso? Ach so, wir hätten Pflanze bringen können. Oder Elektro. So machen wir Jungle nur fertig. Los, tauche ich mal aus. Robal? Guck mal, auch das ist nicht so effektiv. Ich möchte irgendwie die EP noch bekommen. Also muss Jungglut noch ein bisschen warten. Ist doch völlig falsch. Okay. Na, mit Wasser kann sie gegen Robal nicht machen. Aber im Moment, er hält es eine Rede über Attacken. Und wir machen alles falsch. Aber gewonnen aber trotzdem. Okay, Robal und Jungglut erhalten ein neues Level. Und Jungglut versucht Nitro-Ladung zu lernen. Mal kicken. Glut ist eine 40er. Ja, okay, eine mehr. Okay. Und wie müssen wir uns ja steigern? Denn ich habe Nitro-Ladung in Erinnerung. Also nicht so eine überstarke Attacke. Aber Geld haben die alle Kids, wa? Okay, Robal ist schon beim Entwickeln. Okay. Cool, Marikek. Neuer Eintrag.
Popsternchen Pokémon Typ Wasser. Es erzeugt Wasserblasen, die es mit seinen Flossen auf Gegner schleudert. Die Blasen platzen dadurch und schaden dem Ziel. Okay. Ja, ein bisschen Föhn. Jo, hat das böse Pokémon dich nass gemacht? Also das ist eine Boden, dann gibt's auch die da. Ja. Okay. Und alle ne, kriegen nachher was. Jetzt nicht. Achso. Na los, wir gehen doch noch, ist der Weg nicht so weit zum Pokémon Center. Und da sparen wir uns Tränke. Und die Birne haben wir vergessen, dort hinten, wo der Kokui uns die Zeitkraft gezeigt hat. Okay, los. Vielen Dank. Na klar. Wir trenzeln so. Ach, geh mal, ich heb's nur. Okay, bei Sonne und Mond waren da überall immer Pokémon drin. Auch wenn es nur die Krabox war. Aber das hat schon aufgepasst auf die Bären. So, ich glaube, den Wanderer brauchen wir nicht fragen, den haben wir schon. Okay, geh mal Richtung Ball und irgendwie, hier gibt's Pokémon. Ein Mankey. Okay, mal kicken, was hast du denn schön mit? Probier mal ein Biss. Ich glaube, es ist ein Kampf-Pokémon, das Mankey. Durfte ihm nicht als vier. Jetzt müssen wir irgendwas klärend haben. Magiken hat dann eine kleine Nafurienschlag oder so gehabt. Magiken. Ich glaube, das ist ja auch nicht ein ganz so starkes Pokémon. Tugstark habe ich ja nicht. Na, kann sie Mengi aufpumpen, wie er will. Los, mache ich mal Furienschlag. Zu viel. So ein Mist. Ah, nee. Na, okay, da kommen wir immer kurz streicheln und dann. Und das ist ja blöd. Ja, hast du schön gemacht. Oh, guck mal die ganze Olle. Die ollen Fussel überall. Na, guck mal. Ja. Gut, so cool. Ich denke, dass sie, ja, wir hätten irgendwie noch ein bisschen, paar Pokémon holen müssen. Im Pokécenter. Kriegen wir jetzt noch ein Mankey? Ich hoffe.
Ja, genau. Mal kicken und jetzt müsste auch schon da stehen, ob es. Na, ja, ob eine gute Attacke oder eine nicht so gute. Kick mal, probieren wir Donnerzahn. Dürfen wir nicht gleich umbringen? Na, ob er das genau passen. Er ruft um Hilfe. Kinder kommt. Nee, das ist falsch. Du musstet ja. Was habe ich denn? Pokebälle, Superbälle, Heilbälle? Also die Pokebälle muss ich alle machen und Mengi ist ordentlich geschwächt. Mal gucken. Ja. Damit haben wir Mengi und ich finde es richtig toll. Jetzt habe ich aber schon kein Pokémon, also nochmal brauche ich das nicht. Obwohl, Mengi, ist das normal? Wir werden gleich sehen. Sag doch, Kampf. Ein Schweinaffe-Pokémon. Wird es wütend, färbt es auch auf seine Kameraden ab. In einer Schar von Mengi kehrt daher niemals Ruhe ein. Ja, ist klar. Die möchte ich auch nicht geschenkt haben. Also nicht mal 2-3. Gottes Willen. Und Box. Okay, sehr erfolgreich. Damit haben wir ein Mengi. Und ich denke, wir müssen hier mal rum. Oh! Wer ist denn das? Wusstest du, dass nicht nur Pokémon-Typen zugeordnet werden, sondern auch Attacken? Na, mal sehen. So, was hat der andere eben schon erzählt? Cassie fordert dich heraus. Sie hat auch nur einen Pokémon. Ein Wurmball. Ja, Wurmball sagt mir eigentlich... Nee. Nee, Wurmball sagt mir, dass ich schon wieder mein Joghurt raushole. Oder? Ich glaube, hier sind ja nur Pflanzen-Pokémon und so. Hier mache ich mit Jungglut schon sowieso am besten. Naja, los, probieren wir niedere Ladung und dann fällt das andere schon um. Okay, hört sich auch gut an. Gut, jetzt haben wir das zumindest mal richtig gemacht. Mein Typ, Verlierer. So, also wir bekommen nicht mehr als die üblichen 576. Ich glaube, ach, das wollte ich vorbeiziehen lassen. Das ist der Pokéball, der kommt schon wieder neu jetzt. Ein Hack. Okay, wir haben Hack-Attack gefunden. Da ist es. Renne. Die rennt nicht. Ist die doof? Ich glaube, wir müssen hier lang. Zum Mille-Mille-Blumenmeer. Der Tanzparadies für Koriogel. Und? Hallo. Da ist er ja. Na, war ja nicht so schwer. So viele Wege gab es hier auch nicht. Wölkchen, was machst du denn? Komm zurück. Ah, Lisa. Wölkchen ist schon wieder einfach aus der Tasche geschlüpft und weggeflitzt. Was ist überhaupt in dieser Höhle? Was will es da?
Wir haben doch gerade erst dieses schlimme Erlebnis auf der Brücke überstanden. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Ah, oh Mann, das machen wir schon. Warte, Lisa, lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Ja, jetzt. Jo, danke. Ich glaube, das war gar nicht so nötig. Ich habe für Wölkchen immer eine Menge Trinkgeld dabei, weißt du? Was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich bin ja kein Trainer. Was will es überhaupt in dieser Höhle? Wir haben doch gerade und so weiter haben wir gerade gelesen. Okay. Na gut, dann gehen wir das mal untersuchen. Hä? Was gibt's Besseres als EP-Bonus, um sein Team zu trainieren? Steht zu den Psst. Deine Pokémon erhalten jetzt im Kampf mehr Erfahrungspunkte. Ja, wie lange? Und warum gibt's hier keinen Trainer? Na gut, dann kämpfen wir hier mit jedem Pokémon ein Frommel. Frommel kann man fangen. Ich hätte es gerne im Team, aber effektiv, nicht so effektiv. Probieren wir Donnerzahn und dann wissen wir, ob für Frommel schon zu viel ist. Ja, zu wenig. Okay, Paralyse. Ich probiere mal Pokéball. Jawohl, Wurmel ist gefangen, aber gut, nee, wir haben ein Fee-Pokémon, das macht unser Marikek. Aber wir streicheln mal. Eintrag. Es ist ein sehr hübsches Pokémon und kann dann sehr starke Attacken. Es kann die Aura von Lebewesen wahrnehmen. So ahnt es die Bewegung seiner Feinde und kann sie geschickt an der Nase herumführen. Käferfee, also wirklich ein sehr starkes Pokémon für seine Größe. In der Box. Denn unser Team ist schon voll. Ah, da war ja noch was. Ja gut, wenn wir die ganze Zeit kuscheln und streicheln, dann kommen wir natürlich nicht vorwärts. Okay. Jetzt ist aber erstmal Schluss, oder? Also irgendwie komme ich hier gar nicht klar. Also Choreogel mag ich schon sehr, aber irgendwie ist er mir unheimlich. Und diese blöde Gefeife kann ich auch nicht so richtig ab. Donnerzahn probiere normal bis jetzt hat ja immer gut geholfen. Abgefährt. Dann kriegst du dann. Dann beißt man jetzt. Okay, da wird so öfter mal beißen müssen. Kriegt man das voll stark?
Mit Gestensattacken bringen wir bis um. Immer darfst du noch. Noch ein Biss. Okay. Nee, nochmal probieren wir das lieber nicht. Ich bleib mal bei den Pokébällen, sind die irgendwann alle. Ich glaube hier auf dem Blumenmeer lassen sich die Pokébällchen werfen. Die sind die Pokémon einfach, oder? Ju, Hapa. Choreogel wurde gefangen. Oh nee, nicht schon wieder, hab ich jetzt nicht gemacht. Wurfels erreicht Level 18. Wir müssen Wurfels zwischen 17 und 18 Uhr auf Level 25 bringen. Nee, Schnüffler brauchen wir nicht. Nee, behalten wir den bekannten Attacken. Eintrag. Okay, man müsste alle Choreogel haben, die alle Farben haben, die es gibt. So meinte ich. Typ Elektroflug. Ein Choreogel, das gelben Nektar geschlürft hat, wenn jemand bedrückt wird, versucht es, diesen mit seinem fröhlichen Tanz aufzumuntern. Ich finde das nur nervig, ich finde das gar nicht fröhlich. Ab in die Box mit dir. Okay, ich wollte ich hoch nochmal, weil hier hinten ist ein Ball. Aber. Na klar, den hebt man auf. Das ist ein super Ball. Lass mir nicht liegen. Okay, hier ist er nicht ganz so weit darüber. Ja, Blumenmeer und so weiter und die Hülle müssen wir erforschen, weil Kosmog ist da drin. Also, gibt nur noch zu tun. Ne, okay. Bis dann, tschüss.